Das favorable wirtschaftliche Umfeld von den letzten Jahren wird zu einer gesunden finanziellen Situation beigetragen. Das wird der CNS erlaubt, neue Protektionsmaßnahmen umzusetzen. Ich limitiere mich auf zwei wichtige Maßnahmen beim Krankengeld und eine Maßnahme bei den Diätetikern. Die maximale Dauer für das Krankengeld von der CNS ist von 52 auf 78 Wochen erhöht. Außerdem ist die Referenzperiode für das Recht auf Krankengeld für Salarien von 12 auf 18 sukzessiv Kalendermonate abgesetzt. Damit wird die schwere Kranken eine viel bessere Aufsicherung kriegt. Wir haben auch die Reprise progressive du Travail pour raison therapeutique angefeiert. Das ist ein wichtiger sozialer Fortschritt. Der Retour nach einer langen Absence, wenn es krank geht auf der Arbeitsplatz, als viel mehr flexibel gehen, und wird der individuellen Situation vom Kranken angepasst. Auch wichtig ist, dass das neue Aufkommen zwischen der CNS und der Nationalen Assoziation von den Diätetikern von Lützeburg, das erlaubt, dass die CNS verschiedene Prestationen von den Diätetikern bezahlt. Trotz Covid-19 wollen wir ein hohes Niveau von der Prise en Charge an den nächsten Jahren beibehalten. Das gibt natürlich eine große Herausforderung. Effektiv haben wir 2019 unseren 10. Geburtstag gefeiert, was als Möglichkeit gegeben hat, all den Mitarbeitern und den Administratoren von der CNS Merci zu sagen für ihr großes Engagement. An diesem Kader haben wir auch Hauptaspekte von unserem Strategieplan 2019 bis 2021 präsentiert. Anfang 2019 haben wir leider einen bedeutenden internen Betrug abgedeckt. Wir haben aus dieser Erfahrung gelernt, als Kontrollsysteme zu stärken in der Absicht von zwei neuen Komiteen, der Auditkommission und der Missbrauchs- und Betrugskommission. Corona-bedingt plant CNS recht Ende 2022 an die neue Cité de la Sécurité Sociale, aber jedes von unseren Departementen ist schon 2019 an ein neues Gebäude geplant. Das wird als Gelegenheit gehen von einem Pilotprojekt. Wir haben hier kollaborativ Espace mit allen nötigen technischen Innovationen aménagiert. Das Espace sollen derbest an der Equipe fördern. Wir haben noch einen Fortschritt gemacht. Am Dezember 2019 ist der legale Kader für den Dossier des Soins Partagés über das Reglement Grand Ducal in Vigueur gesetzt. Seit Januar 2020 schaffen wir konsequent zusammen mit der Agence, wir schon am Lauf vom ersten Trimester 21. Dossier von all unseren Assyrien, das sind dann 900.000, abgemacht zu haben. Nach jahrelangem Blockage sind wir auch mit der AMMD eingegangen und ab 2021 werden progressiv alle Doktoren und Patienten mit uns alle Dokumente digital austauschen können. Bis 2025 hoffen wir bis zu 11,5 Millionen Dokumente digital auszutauschen, das all Jahr. Das wird die Marche wesentlich vereinfachen für die Prestatären und auch für die Assyrien. Bis 2023 ist geplant, ein direktes Bezahlungssystem anzufeiern, der Payment immédiat direkt. Der Hauptvorteil von diesem System ist, dass der Assyrie nicht mehr seine persönliche Partizipation bezahlt. Für den Erfolg von der digitalen Transformation zu garantieren, wird CNS, die Agence e-Santé, beauftragt, die verschiedenen Gesundheitsakteuren über eine gemeinsame e-Santé-Strategie zusammenzubringen. Auch damit sind wir gut weitergekommen und diese Strategie wird am Dezember von diesem Jahr um Gesundheitstisch präsentiert. Wir sind uns bewusst, dass das Lützeburgische Gesundheitssystem mehr fundamentale Reflexionen erfordert, wie sich auf die Herausforderungen von den kommenden Jahren vorzubereiten. Wir arbeiten aktiv an der 6 Arbeitsgruppen mit, und zwar für erstens eine bessere Komplementarität zwischen dem Sektor Hospitalier und dem Extra-Hospitalier, zweitens verbesserte Relationen zwischen den Assyrien, den Prestatären und den Administrationen, drittens Demografie von dem Gesundheitswesen, wie ein Hebel wie den Mangel zu vermeiden, viertens Prävention am Bereich von der Gesundheit, fünftens Benutzung von neuen Gesundheitstechnologien, wo Digitalisation auch eine Rolle spielt. Und sechstens, wie kriegen wir das Gesundheitssystem von der Zukunft finanziert. Gerade jetzt, während einem neuen Höhepunkt von der Covid-Krise, ist jedwein am Gesundheitsbereich gefordert. Wir müssen alle vollen Einsatz bringen und respektvoll mit den Mäuern umgehen, die wir von unseren Assyrien und dem Lützeburger Staat anvertraut kriegen.
Nehmen so haben wir den langen Atem für das Krise zu überstehen. Dabei sind natürlich Doktoren und Pflegepersonal an erster Linie besonders gefordert. Aber auch die zweite Linie muss ihren Mann stellen. Das Programm für die kommenden Jahren wird gut chargiert sein. Und dafür adressieren ich an alle Mitarbeiter und Administratoren sowie die verschiedenen Partner von der CNS ein großes Merci für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit.